Hier gibt es sogar einen beifreien Zugang ins Meer. Und zwar über diesen relativ neu erbauten, über diese neu erbaute Brandung hier. Und auch irgendwelche Luftmatratzen, also der Alger. Gehen wir jetzt mal runter. Stromkasten, natürlich muss alles hier gebaut werden. Und da ist das kleine Hotel, der Hotel Tamarit, ja, und da hinten in dem Hotel Tamarit ist das Hotel Yatra, das älteste Hotel, ja. Und der Mann ist ja Rivera. Und dann ist das Bad, die Hotel Tamarit, auch die so quasi Hauptstadt Maratha, die Regionshauptstadt, die wir zu bekommen. Und da ist der wunderschöne Kiesstrand, der verbindet sich mit der Naturfahrt. Und jetzt kommen wir in Richtung Zentrum. Kristallklares Wasser. Und da ist der Treppenlift, mit dem man hier runterfahren kann. Ich weiß nur nicht, wie das hier funktionieren soll. Das ist eine Tasse? Nun nein. Die kleine Tasse ist eine Anleitung. Unlock im Operation Uses. Iron cannot be used without the presence of. Ah, okay. Na, also, man kann diesen Lift nicht nutzen, wenn man hier allein ist. So, muss man jetzt dahinter diesen Stromkastenmische irgendwas aktivieren, kann man dann so runterfahren. Wow, aber wirklich der schöne Blick hier. Da sind die Straße Donihatras und dahinter, ab der Maria, fängt die Straße der Kai 3 an. Das geht, der Kai geht bis so dieser eine Einmittel hinter dem, so nach hinter dem Sedena Supermarket und da fängt dann so Tamena an. Ein richtig schöner Ort hier. Ist ja echt ein wunderschöner Ort für so Familien. Besonders für Familien und auch für Paare, denn hier ist nicht so viel Action. Vielleicht ist Makaska, denn es gibt auch einige Clubs. Und ein richtig gutes, richtig geiles Nachtleben. Aber hier in Tushipi ist nur eher so entspannt. Und natürlich finden auch hier Musikkonzerte statt, Events, aber nicht so viel wie in Makaska. Makaska ist eben Tushipi. Und da ist dieser Stromschalter, aber ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Keine Ahnung. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der diesen Treppenlift genutzt hat. Ich traue das auch nicht zu. Normalerweise muss ich so hoch runterklasse geben. Aber da gibt es nirgendwo hier. Das ist wirklich nirgendwo. Ich sehe das einfach nicht. Dieser Bedienungspanel gibt es überhaupt gar nicht. Ich denke, die haben das einfach so hingebaut, um zu sagen, Tushipi ist jetzt so barrierefrei. Normalerweise müsste so, dass diese Bedienelemente genau da sind, wo dieser so Pfeiler steht. Aber das ist leider nicht der Fall. Was sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich gehe wieder hoch und das war's.